Wolfgang Friemerling, ich bin Leiter des Stadtmuseums Damme und dort haben wir uns mit dem Karneval natürlich besonders beschäftigt, insbesondere mit dem radikalen Wandel 1869. Damme wollte mehr oder weniger städtisch werden und daraufhin hat man viele, viele neue Einrichtungen hier gefunden und auch umgesetzt, aber auch den Karneval ganz neu strukturiert. Man hat rheinische Formen übernommen und das heißt in erster Linie mal einen Rosenmontagsumzug mit einem bestimmten Thema, kostümiert. Man erfand eine Tageszeitung, die natürlich nur einmal im Jahr Rosenmontag erschien, eine Fastnachtszeitung. Man hatte Kostümbälle jetzt. Eine ganz entscheidende Neuerung war 1869, dass man einen Prinzen wählte, sozusagen einen närrischen statt der weltlichen Herrscher. Und wir haben natürlich namhafte Prinzen in Damme, unter anderem den jetzigen Präsidenten Benno Goda. Und auch seit 1938 für die Kinder einen eigenen Kinderprinzen. Und darüber sind wir aber ganz stolz und glücklich, denn damit ist klar, die Narrenherrschaft übernimmt zu den tollen Tagen ein Prinz. Wieso kommt man eigentlich dazu, einen Prinzen zu wählen, den man vorher in Damme gar nicht kannte, einen närrischen Prinzen natürlich? Ganz einfach, man übernahm rheinische Formen, die es seit 1823 in Köln bereits gab. Und da hat man natürlich auch ein Organisationskomitee, zum Beispiel ein Elberat, damals bestimmt. Wie wir heute in sehr ausführlicher Form, sprich viele, viele Leute haben. Aber da der Damme Karneval so groß ist und so vielfältig und vor allen Dingen so qualitätsmäßig hochstehend, braucht man einen sehr großen Elberat, um das Ganze zu organisieren.